Hallo Michael, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du den ersten Gast machst. Und ja, magst du kurz ein paar Worte über dich sagen? Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung und gleich der Eröffnungsgast. Das ist ja eine spannende Herausforderung. Vielen Dank. Über mich könnte ich jetzt viel sagen, ganz kurz und für heute wahrscheinlich relevant. Ich laufe so mit zwei Hüten durch die Gegend die letzten Jahre. Der eine Hut ist, dass ich im ISAQB, dem International Software Architecture Qualification Board, unterwegs bin und da versuche, verschiedene Aspekte und gerade der Community so ein bisschen voranzutreiben. Und der andere ist, dass ich als jemand, der Organisationsentwicklung betreibt, Org Change betreibt, sehr viel mit Prozessen zu tun habe. Und da bin ich vor allen Dingen sehr viel mit Lean- und Kanban-Methoden unterwegs. Aber beides zusammen sorgt halt dafür, dass wir immer wieder so an diese Grenze stoßen. Was heißt das jetzt eigentlich bei Architekturentscheidungen, über Geld zu reden oder eben halt auch nicht? Über welches Geld reden wir da eigentlich? Deshalb auch der entsprechende Vortrag. So viel in aller Kürze. Genau, super. Und ich fand das halt ein spannendes Thema, weil ich ja auch glaube, dass eigentlich das Business eine ganz starke Beeinflussung oder einen ganz starken Einfluss auf die Architektur darstellt. Deswegen hatte ich mich gefreut, dass du da dieses Thema ausgewählt hattest. Aber fangen wir fundamental an. Also woran sollte ich denn jetzt eine Architekturentscheidung ausrichten? Also am Ende ist das doch eigentlich eine technische Entscheidung. Also richte ich es danach aus, oder? Das stimmt, es ist eine technische Entscheidung, aber es ist halt nicht nur eine technische Entscheidung. Wir hatten ja schon mal in einem anderen Kontext darüber gesprochen, dass es mit den Analogien zum richtigen Architekten ein bisschen gefährlich ist. Aber die Architekturentscheidung alleine auf einen Qualitätsbaum oder ähnliches zu legen, kann gegebenenfalls zu wenig sein. Bei Häusern ist es auch so. Architektonisch, wenn wir uns so ein Quality Tree überlegen, der sich um ein Fenster kümmert und sagt, extrem gute Wärmedämmung, extrem gute Bedienbarkeit und was auch immer wir sonst noch als Qualitätsmerkmal festlegen, kommen wir natürlich auf elektrisch versenkbaren Triple Plane, also Dreifachverglasungen raus. Laut Quality Tree alles feinst. Die wenigsten Leute, die ein Haus kaufen, werden sagen, ja, das ist okay. Das wollte ich genauso haben, weil dann noch eine wirtschaftliche Dimension dazukommt, die auf einmal einen großen Einfluss auf die Qualitätsaspekte hat. Und genau diesen Raum müssen wir meiner Ansicht nach halt auch bei Architekturentscheidungen aufmachen. Also ich bin ein großer Freund von all den Dingen, die wir so machen in der Architekturbewertung. Qualitätsbäume, Qualitätsszenarien zur Bewertung sollte man auf keinen Fall darauf verzichten. Ganz im Gegenteil. Aber die andere Seite zu vergessen, ist meiner Ansicht nach zu wenig oder sie zu ignorieren. Ich glaube nicht mal, dass sie wirklich vergessen wird. Mir geht es an der Stelle wirklich ums bewusst Ausblenden. Wenn wir uns über Häuser Gedanken machen, ich habe hier mal so ein Beispiel aus der wirklich vom Bauhaus genommen. Da ist gute Architektur die eine Sache, aber die Frage ist auch immer, wie viel Qualität, wie gute Architektur können wir uns leisten? Und deshalb halte ich es halt für extrem wichtig, wirklich einen Preis dran schreiben zu können. Aber also wir haben ja jetzt irgendwie ganz viel Literatur, die irgendwie sagt, nicht eine saubere Architektur ist halt das, was wir wollen. Und ich kriege halt immer diese Aussage, also wenn ich ein Architekturreview mache, geht es halt auch darum, dass sie sauber und zukunftssicher ist. Bedeutet das, dass unsere Industrie da sozusagen das Falsche tut und auf eine saubere Architektur Wert legt und eigentlich müssten wir auf eine kostengünstige Architektur Wert legen? Es kommt darauf an, wie wir sie bewerten. Also es reicht ja nicht, dass wir eine Augenblicksbewertung machen, sondern wir müssen uns das ja über die Zeit angucken. Da gibt es Modelle, damit wären wir bei einem der ersten Modelle. Ich habe ja versprochen, dass es insgesamt im Talk ein Dutzend gibt. Ich werde jetzt heute Morgen nicht das ganze Dutzend durchnehmen. Aber lass uns mal kurz gucken. Es gibt eine Sache, die wir haben. Das ist der sogenannte Treiberraum. Das ist eine Sache, die man eigentlich aus der BWL kennt, aber die wir auch sehr gut
hier verwenden können. Und ich will jetzt gar nicht das alles aufmalen, dann ist die Zeit riesenhaft gerissen. Ich wollte nur erstmal sagen, okay, mal eins der Konzepte, Treiberbaum, das ist sowas, wir kennen das vom ROI, dass wir so eine Dekomposition dessen haben, was wir haben, bewerten wollen. Und da fließen halt verschiedene Dinge ein. Die Qualitätsdimension ist eins der Dinge, die einfließt. Die anderen Dimensionen sind die finanziellen Dimensionen. Genauso wie wir es eben bei dem Hausbeispiel mit dem Fenster hatten. Wir wollen das innerhalb der Kosten realistischste und beste haben. Wir wollen nicht das absolut beste haben. Und dafür ist es meiner Ansicht nach tatsächlich notwendig, es auf Euro und Cent runterzubrechen. Wobei diese Formulierung natürlich schon wieder eine kleine Gefahr in sich birgt. Bedeutet das, dass ich jetzt irgendwie sage, okay, das sind meine Qualitätsanforderungen, meine Qualitätsszenarien und dann versuche ich dafür die billigste Alternative zu implementieren? Ist das die Idee dann? Die kostenoptimale Billig hat ja so einen Beigeschmack. Ne? Billig ist ja das, was wirklich ganz wenig kostet, auf Kosten der Qualität. Das ist es eben nicht. Deshalb geht es darum, tatsächlich zu bewerten, wie ist die Halbwertszeit der Technologie, die wir gerade einsetzen wollen. Ist sie teurer, hat dafür aber eine höhere Halbwertszeit. Ist der Lernaufwand größer, es gibt aber eine höhere Halbwertszeit. Das sind Fragen, die wir uns, wenn wir so einen Treiberbaum aufstellen, stellen müssen und die wir auch beantworten können und auch sollten. So dass wir eben halt nicht die billigste Architektur zu den Qualitätsmerkmalen finden, sondern die passende Architektur zu den Qualitätsmerkmalen. Wie funktioniert das konkret? Also wenn ich jetzt sage, ich habe halt die Entscheidung, ob ich eine bestimmte Technologie benutze, was weiß ich, .NET oder Java oder sowas in dem Dreh, bedeutet das, dass ich dann am Ende über so einen Dollarbetrag da reinschreibe oder einen Eurobetrag und halt sage, .NET kostet halt so viel Geld und wenn ich es mit Java mache, kostet es halt so viel Geld. Und die Aspekte hattest du ja genannt, das Erlernen der Technologie ist ja halt stabil. Zukunftsfähig, solche Geschichten, das sind jetzt eben Dinge, die ich dort sozusagen aufsummiere und in diese Betrachtung mit einbeziehe. Funktioniert das Ganz so? genau. Aber ich weise darauf hin, man sollte eben halt nicht, ich will jetzt nicht sagen auf keinen Fall, aber man sollte versuchen zu vermeiden, exakte Summen zu nennen. Zumindest sollte man versuchen, nicht eine exakte Summe zu nennen, sondern man sollte in diesen Fällen immer in Intervallen schätzen. Und dieses in Intervallen schätzen, das hängt sozusagen ganz vorne in der Liste, die Liste, die eben nur aus Treiberbaum bestand, habe ich jetzt mal ein bisschen erweitert um die Dinge, über die wir gerade gesprochen haben. Und wenn wir uns das dann wieder angucken, sieht es so aus, dass wir sowas haben wie in Intervallen schätzen. Aus diesem in Intervallen schätzen sagen wir, okay, wir machen jetzt mal einen Treiberbaum, wie man ihn zum Beispiel auch für die betriebswirtschaftliche Return on Investment Messung verwendet. Hier explizieren wir unsere Annahmen und hier verbindet sich das Ganze. Das heißt, unsere Annahmen sind auch schon in Intervallen. Und wir benutzen Modelle, ein weiterer Aspekt. Wir schreiben das nicht unbedingt einfach nur so auf die Tafel oder schreiben die Summe am Ende auf die Tafel, sondern die Empfehlung, die ich ausspreche, ist tatsächlich, wir sind alle Softwareentwickler oder zumindest kommen wir aus der Softwareentwicklung und verstehen eine Menge davon. Das ist zumindest mein Anspruch, an jemanden, der Softwarearchitektur macht, dass der auch dieses Wissen hat. Und ein Modell ist ja nichts weiter als eine mathematische Abbildung eines Aspektes der Realität. Das kann ein Excel-Sheet sein, das können 10 Zeilen Programmcode sein, was auch immer. Aber wenn wir tatsächlich das Ganze als Modell vorliegen haben und diese expliziten Annahmen mit Intervallen vorliegen haben, dann haben wir eine sehr gute Möglichkeit hinterher zu sagen, gut, das, was wir investieren müssen, um das jetzt in Java zu machen, weil wir noch nie was mit Java gemacht haben, kostet irgendwas zwischen 0,5 und 6 Millionen. Und das in .NET zu machen, kostet, weil wir da ganz viel historische Daten haben, irgendwas zwischen 1,2 und 1,7 Millionen. Und dann kann man betriebswirtschaftlich entscheiden, was man tun will. Ob man das Schätzintervall verkleinern will, dadurch, dass man noch neue Sachen dazulernt,
ob man dafür Geld in die Hand nehmen will, genau das zu tun, oder ob man sagt, wir gehen das Risiko ganz bewusst ein, weil die Punkte, die wir im Qualitätsbaum, hier wieder der Hinweis, nicht das eine weglassen und nur noch das andere machen. Wenn wir jetzt unsere gesamten Sachen mit Quality Scenarios und so weiter weglassen, dann hilft es uns auch nicht mehr, wenn wir über das Geld reden. Sondern als Architekt haben wir schon die Verantwortung, das eine und das andere zu machen. Und dann können wir eben halt genau sagen, das Risiko, dass das möglicherweise 3 Millionen mehr kostet über eine Laufzeit von 5 Jahren, das ist uns der Qualitätstreiber Änderbarkeit auf jeden Fall wert. Also, womit du jetzt implizit annimmst, dass die eine Option da tatsächlich einen Vorteil hat. Also, das heißt, ich müsste das jetzt gegeneinander aufwiegen. Also, die Änderbarkeit, da würdest du jetzt nicht einen Eurobetrag hinterschreiben. Die bessere Änderbarkeit, die würdest du nicht so abschätzen oder würdest du die auch abschätzen? Auch das. Auch das. Und hier kommen noch zwei weitere Sachen zum Spiel, ins Spiel, die gerne mal genannt werden, die aber unheimlich kompliziert klingen. Das eine ist etwas, das nennt sich Fermi-Dekomposition. Ich weiß nicht, ob du den Begriff mal gehört hast. Mir Das ist. sagt der Name Fermi etwas. Das ist irgendwie so ein High-Energy-Physiker, wenn ich es richtig sehe, oder? Ist das der? Genau, der ist es. Der war dafür bekannt, dass er ganz viele Sachen schätzbar gemacht hat, die unschätzbar schienen. Und vor allen Dingen auch, dass er dafür sehr einfache Modelle gewählt hat. Kleiner Buchtipp an dieser Stelle, denn all das, was ich jetzt erzähle, findet man zum Beispiel in diesem Buch hier wieder. Ja, du hattest gerade. Kannst du ein Beispiel nennen für etwas, was er abschätzbar gemacht hat an der Stelle? Mache ich sofort. Ich wollte nur einmal kurz darauf hinweisen, in viel länger und viel ausführlicher steht das alles in diesem Buch, How to Measure Anything, Finding the Value of Intangibles in Business. Absolute Leseempfehlung, um all das, was ich anreiße, wirklich zu vertiefen. Steht auch nachher alles unter dem Link zum Download bereit, aber ich fülle die Sachen halt erst nach dem Vortrag. Deshalb ab heute Abend gibt es da die Links. Genau, ich packe den Link schon mal Eine in den Frage. Chat an der Stelle, dann ist der sozusagen schon mal da. Genau, da ist auch schon ein nahezu noch leeres Dokument, aber es ist schon da, Genau, super. um sicher zu gehen, dass es funktioniert. Eine Frage, die jetzt erstmal nichts mit Architektur zu tun hat, aber die genauso ein lohnt sich etwas sichtbar macht. Was Fermi selber gemacht hat, war beispielsweise, er hat seine Studenten gefragt, wie viel Klavierstimmer gibt es in Chicago? Und das wüsste ich gerne nicht, nachdem ihr jetzt alle losgelaufen seid zum Handelsregister und das nachgeguckt habt, sondern das wüsste ich jetzt gerne innerhalb der nächsten 5 Minuten mit einer gewissen Zuverlässigkeit. Und die Studenten waren natürlich komplett so, oh, keine Ahnung. Und dann hat er angefangen, das Ganze zu dekomponieren, also eine Dekomposition daraus zu machen. Und gefragt, okay, wie viele Leute habt ihr im Bekanntenkreis, die ein Klavier haben? Ah, so ungefähr einer von 10 oder einer von 30. Wie viele Leute wohnen ungefähr in Chicago? Zu dem Zeitpunkt ungefähr 3 Millionen. Wie oft muss so ein Klavier gestimmt werden? So einmal alle 2 Jahre. Und wie viele Klaviere kann ein Klavierstimmer pro Tag stimmen? Ja, so 3 bis 5. Und schon kann man wunderbar daraus eine einzige Formel machen, wo hinterher, ihr habt gemerkt, oder du hast gemerkt, da sind ganz viele von bis Werte drin. Ne? Auch Fermi hat schon in Intervallen geschätzt, in diesen Fällen immer. Und dann sieht man auch, es gibt genau eine Stelle, an der es sich lohnt, mehr zu wissen. Nämlich tatsächlich ist es diese große Spanne zwischen 10 bis 30 Haushalte pro Klavier. Das ist so ein einfaches Beispiel, was Fermi mit seinen Studenten gemacht hat. Das kann man auch für andere Sachen machen. Und man kann es vor allen Dingen auch andersrum machen.
Das heißt also, ich würde jetzt irgendwie anfangen und würde halt sagen, wenn wir bei diesem Java-Beispiel bleiben, ich müsste halt irgendwie alle Entwickler da sozusagen wahrscheinlich durch ein Training schicken und das dauert halt eine bestimmte Zeit und es dauert eine bestimmte Zeit, bis die halt irgendwie so produktiv werden und so weiter und so weiter. So würde das jetzt also aussehen, vermutlich. Oder? Genau, das ist die Kostenseite. Aber du hattest ja eben gefragt, wie sieht es denn damit aus, die Änderbarkeit zu bewerten? Und das geht auch. Die spontane Idee ist, ich kann die Änderbarkeit nicht bewerten. Das ist so ein, ich weiß auch nicht, Ding. Aber die meisten Unternehmen haben eine Geschichte oder kennen andere Unternehmen mit Geschichte. Und in diesen Unternehmen mit Geschichte gibt es Sachen, die bereits geändert wurden. Da gibt es Sachen, bei denen wurde ein Rewrite nötig. Und über all das hat man betriebswirtschaftliche Informationen. Das heißt, man weiß, zumindest wenn man ein bisschen höher in der Hierarchie des Produktmanagements ist, tatsächlich, was haben wir eigentlich in den letzten 10 Jahren mit diesem Produkt für einen Umsatz gemacht? Wie stark war der Umsatzeinbruch, als wir es ändern wollten? Wie viele Leute sind abgesprungen? Diese Sachen kann man tatsächlich runterbrechen. Genauso wie Fermi seine Klavierstimme geschätzt hat, können wir halt auch schätzen, durch Dekomposition in die einzelnen Bestandteile, was bringt es uns eigentlich? Unsere Produkte haben durchschnittlich eine Lebenszeit von 5 Jahren und werden nach 4 Jahren das erste Mal geändert. Lohnt es sich dann, das doppelte Volumen des Produktgesamtgewinnes zu investieren für eine hohe Änderbarkeit? Das ist schnell ausgerechnet. Nein, das ist klassische ROI-Rechnung. Und das Einzige, was man machen muss, ist ein paar Annahmen darüber, was uns Änderbarkeit bringt, tatsächlich explizit zu machen. Und dann das eben anhand von historischen Daten zu validieren. Also eine Frage, die sich mir so aufdrängt, ist, das bedeutet ja eigentlich, dass ich dadurch gezwungen bin, diese Entscheidung strukturiert und unter Beachtung von möglichst vielen oder allen relevanten Aspekten eigentlich zu durchdenken. Das hört sich an wie ein netter Seiteneffekt. Ist das so? Also ist das noch, also nicht nur, dass ich sozusagen einen Euro- oder einen Dollarwert dahinter stecken kann, sondern ich habe eben auch diese Sache einmal konkret durchgespielt und kriege dadurch eben besseren Eindruck, worüber ich überhaupt rede. Ist das auch so ein Effekt, den du da beobachtest oder auf den du da abzielst an der Stelle? Ja, tatsächlich ist es für mich weitaus mehr als nur ein Seiteneffekt. Ich hatte ja eben gesagt, bei dem Fermi-Beispiel mit den Klavierstimmern in Chicago haben wir das größte Risiko in dem Spread der Klaviere pro Haushalt. So. Und dadurch, dass wir diese Annahmen und diese Abweichung von der Annahme explizit haben, sind wir vor allen Dingen auch gezwungen, disziplinübergreifend über unsere Annahmen zu sprechen und darüber zu sprechen, ob die Annahmen sinnvoll sind oder nicht. Und das eben halt in einem relativ ganzheitlichen Modell. Es geht mir gar nicht darum, dass eben gesagt, alle Bereiche abzudecken, aber die relevanten, die tatsächlichen Aufwandstreiber oder die tatsächlichen Gewinntreiber. Deshalb auch dieser Begriff Treiberbaum aus der BWL für den ROI. Wie gesagt, den Treiberbaum kann man auch für andere Sachen aufbauen. Und dadurch kann man auch sagen, okay, wir haben hier ein Risiko von 3 Millionen, das ist uns jetzt aber 100.000 Euro wert, dieses Risiko zu verkleinern, einfach nur unsere Sicherheit zu erhöhen. Und das ist eine Chance, die man sonst häufig gar nicht hat. Ich habe jetzt gerade am Freitag, war mein letzter Stream halt über das Thema technische Schulden. Und mir geistern da halt irgendwie noch so Gedanken im Kopf rum, die vielleicht dadurch ein bisschen inspiriert sind. Solche Sachen wie, also eigentlich wollen Manager ja sowieso immer quick and dirty und auch diese technischen Schulden sind ja der Versuch, da sozusagen eine Kommunikation aufzubauen, um eben dafür zu sorgen, dass man da die Konsequenzen einer solchen Entscheidung transparent macht. Ist das, was du jetzt da im Kopf hast, eine Alternative oder ist das auch eine Möglichkeit, die ich jetzt nutzen kann, um bessere Kommunikation von Entscheidern zugunsten von gegenüber Managern zu erreichen und so ähnlich wie im technischen Schulden das ja eigentlich auch tun sollen?
Auf jeden Fall. Für mich ist das gar nicht eine Alternative zu technischen Schulden, sondern es ist tatsächlich eher ein komplementäres Werkzeug, was man direkt an die technischen Schulden andocken kann. Denn ich weiß nicht, was, ich habe den leider noch nicht gehört von Freitag, den Talk, aber eine der Sachen, die ich immer wieder gerne zitiere, ist, was Ward Cunningham dazu gesagt hat, zu technischen Schulden, dass sie eben halt eine Interest accrue, wie sagt man das auf Deutsch, Zinsen, auflaufende Zinsen haben und Zinseszins. Genau. Und für viele Leute im technischen Umfeld ist das zuerst mal nur was, was man so dahin sagt, was natürlich stimmt, aber was man häufig nicht mit Zahlen bewertet. In dem Moment, in dem man anfängt, das mit Zahlen zu bewerten und tatsächlich wieder über so einen Treiberbaum zu sagen, okay, hier haben wir einen Kostentreiber über die entsprechenden technischen Schulden. Deshalb dauert es an dieser Stelle länger. Deshalb liefern wir Sachen später aus. Und wenn wir Sachen später ausliefern, dann werden auf einmal die Produktfolgekosten relevant. Time to market, 2 Wochen später an den Markt, bedeutet 10% Kunden verloren. Und dann werden technische Schulden auf einmal sehr gut bezifferbar. Auch da wieder explizite Hypothesen. Ne? Man kann sagen, ich glaube, ich habe gehört, wir verlieren durch 2 Wochen 10% Kunden. Dann kann das Marketing immer noch sagen, überhaupt nicht, wir verlieren höchstens 8%. Aber dann reden wir über, was kosten uns diese 8% verlorenen Kunden? Und dann reden wir wirklich über Geld. Und das wäre dann eben auch diese Idee mit der Fermi-Dekomposition, wenn ich es richtig sehe, nicht? Also die dann irgendwie versucht, das auseinander zu nehmen und halt dadurch eine Entscheidung entsprechend vorzubereiten oder halt zu ermöglichen, aktiv darüber, wie man mit der Qualität an der Stelle umgeht. Ganz genau. Fermi-Dekomposition ist jetzt das eine Werkzeug, über das wir relativ viel gesprochen haben. Gibt es da noch andere? Genau, ich hatte eben kurz die Monte-Carlo-Simulation erwähnt. Das kennt man wahrscheinlich tatsächlich eher aus dem Bereich der Fluidphysik. Aber bereits in den späten 90ern ist es das erste Mal in meinem Bewusstsein aufgetaucht für Risikomanagement. Da haben DeMarco und Lister ein schönes Buch geschrieben namens Bärentango. Und es ist was, was eigentlich auch viel simpler ist als Menschen denken, also als viele Menschen denken. Man braucht gar nicht so viel Mathematik dafür. Und man kann es für sehr viele Sachen anwenden, indem man auch hier wieder Vergangenheit in die Zukunft projiziert. Ich sehe, dass wir noch ungefähr 5 Minuten Zeit haben. Ich würde mal ein ganz kleines Beispiel machen, nur um zu erläutern, was da eigentlich passiert. Das Beispiel ist anhand von Durchlaufzeiten und Blick auf die Vergangenheit. Aber man kann das im Grunde genommen für alles machen. Wir haben das mal gemacht, tatsächlich in der Bewertung einer Entscheidung für einen Wechsel des Lock-Mechanismus, weil die Hypothese war, in der Zukunft werden wir häufiger das Problem haben und die Annahme war, wir haben damit echte Vorteile. Wir hätten aber einige Dutzend Applikationen ändern müssen. Dann haben wir mal geguckt, okay, auf die letzten 2 Jahre gerechnet, wie oft ist das passiert? Und haben dann unter Annahme von ein paar geänderten Parametern geguckt, wie haben sich diese Parameter über die letzte Zeit geändert? Wie viel häufiger haben wir deployed? Wie viel häufiger hat sich die Kundenlast geändert und so weiter? Einfach projiziert in die Zukunft, wie oft kommt denn dann tatsächlich so ein Fall vor? Das Beispiel hier ist noch ein bisschen einfacher. Sorry, was für ein Fall? Also du hast jetzt von einem Lock-Mechanismus gesprochen. Du meinst Genau. ein mit G für Locking von Daten, damit ich also Ein Log-Dateien Log-Ergebnis. erstelle. Genau, Log-Dateien schreiben. Nicht Log im Sinne von Dateien sperren, sondern Informationen wegloggen. Es gab in dem Kontext die Hypothese, wenn wir ein besseres Logging-Framework hätten, dann würden wir ganz viel Geld sparen, weil wir ja viel früher unsere Fehler erkennen. Ah, okay. Und die Frage war, machen wir jetzt einen Rewrite von ein paar Dutzend Applikationen, es ging an die 100, in der Annahme, dass wir dadurch unsere Fehler viel früher erkennen. Und was wir dann gemacht haben, ist tatsächlich einfach ausgewürfelt, wenn die Zukunft sich ähnlich verhält wie die Vergangenheit. Und hier immer die Parameter Änderungshäufigkeit der Anwendung und Änderungen der Benutzerzahlen, Anzahl Deployments und so weiter.
einfach mal ausgewürfelt, wie oft hätte es uns dann wirklich geholfen? Und die Hypothese hinterher war, dass es zwischen 5 und 15 Jahre gedauert hätte, bis sich der Change gerechnet hätte. Bei einer durchschnittlichen Lebensdauer der Anwendung von 10 Jahren hätte man das noch machen können. Aber es war halt nicht mehr der No-Brainer, der es vorher zu sein schien. Das heißt, ihr habt abgeschätzt, wie aufwendig es ist, das zu implementieren. Und dann habt ihr eine Wahrscheinlichkeit herausbekommen oder ermittelt, für was genau? Wie oft hätte uns diese Änderung in der Zukunft wirklich geholfen? Und da habt ihr in der Historie geschaut, wie oft habt ihr dann durch das Log-Framework oder durch das Logging irgendwie Fehler länger gesucht und das dann Ganz in die genau. Zukunft projiziert und dann irgendwie sozusagen geschossen, wie oft, wie viel Zeit man da sozusagen dann spart. Ganz genau. Und der Punkt ist, nur um das mal kurz zu erläutern, das ist viel einfacher, als man denkt. Hier haben wir so eine klassische Durchlaufzeitverteilung. Und das kann man. Der Nachbar hat ein neues Motorrad. Ich hoffe, das ist nicht zu laut gewesen. Das kann man tatsächlich einfach sagen, indem man, okay, wir haben Spielkarten, mit denen wir das Auswürfeln macht. In der Softwarewelt würde ich das natürlich anders machen. Hier haben wir halt Ereignisse, die irgendwas sein können. Hier steht jetzt Anzahl und Durchlaufzeit. Es können auch andere Ereignisse sein. Und wir haben halt Vorkommen. Wie oft kommt es vor? Dann sagen wir, okay, wir haben einmal was, was mit Peak vorkommt, einmal was mit Kreuz vorkommt, dann haben wir dreimal Karo und einmal Herz. Und das Einzige, was wir jetzt machen, das machen wir natürlich mit Modell am Rechner, ist, wir mischen tatsächlich einfach einmal wild durch, legen alles in der Reihenfolge wieder hin und haben damit eine Hypothese darüber, eine Zufallshypothese darüber, wie es in Zukunft sein wird, die in ihrer Verteilung der Vergangenheitsverteilung entspricht. Und das machen wir aber eben halt nicht nur einmal, sondern n-mal mit sehr großen n's. Also gerne auch vierstellig. Und das ist eigentlich schon alles, was hinter dieser gefürchteten, großen, gefährlichen Monte-Carlo-Simulation steht. Die Kunst ist hier auch wieder, die richtigen Ereignisse zu zählen. Auch hier wieder, die Sachen spielen alle zusammen. Fermi-Dekomposition und Monte-Carlo-Simulation. Genau, und ein solches Ereignis wäre dann, vermute ich, sozusagen, dass ein Fehler da ist und dass ich den jetzt eben durch eine Log-Analyse analysieren muss und ich könnte dann bewerten, wie viel einfacher das in einem konkreten Ereignis wäre. Und dann kann ich eben das alles Genau. aufsummieren und kriege halt die Gesamtersparnis raus. Gut, vielleicht die abschließende Frage. Wie ist deine Erfahrung? Ist das etwas, was so auf Manager-Ebene und auf Architektenebene sozusagen gleich gut ankommt? Und oder wie sieht das da an der Stelle aus? Das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage. Ja, wenn man es erzählt, kommt es so mittelgut an. Wenn die Leute das erste Mal so eine Dekomposition wirklich durchdiskutiert haben und aufgrund dessen Entscheidungen gefällt haben, kommt es auf beiden Seiten sehr gut an. Aber die Theorie wirkt leider immer noch etwas unzugänglich und sperrig. Man muss es einfach erlebt haben. Ich kenne im Moment auch noch keine guten Unterrichtsformate, in denen man das vermitteln kann, außer es wirklich einmal zu tun. Deshalb etwas, wo ich finde, man sollte es auf jeden Fall tun, weil ich immer wieder da, wo wir es eingeführt haben und gemacht haben, gesehen habe, das machen die Leute noch 5 Jahre hinterher. Aber erstmal dahin zu kommen, ist ein harter Weg. Genau, und ich glaube, das gibt einen guten Leider. Eindruck und ist auch, glaube ich, sozusagen ein gutes Abschlusswort. Michael, vielen Dank. Und wir machen dann weiter um 12:35 Uhr mit Stefan Zörner, Falk Sipper und meiner Kollegin Lisa Moritz zum Thema Architekturreviews. Bis dahin. Bis dann.